80% unserer KundInnen durchlaufen irgendeine Form von Transformation. Ob das kleine Unternehmen sind, etablierte Mittelständler in der dritten Generation oder eben noch größere Organisationen. Und da stellen sich natürlich tausend Fragen nach Infrastruktur, Geschäftsmodell und am Ende natürlich auch Kultur. Und da kommen wir dann ganz oft und immer wieder zu dem Begriff des Mindsets, also der Einstellung bei der Führung, aber natürlich auch bei den Mitwirkenden. Und es stellen sich Fragen danach, wie viel Offenheit für Wandel, für Fortschritt ist da, etc. Und in dieser Mindset-Diskussion will ich den Blick auf ein ganz bestimmtes Mindset richten heute, und das ist das Uncertainty-Mindset. Also ein Mindset, das in der Lage ist, mit Ungewissheit umzugehen, und ich will es scharf abgrenzen von dem Risiko-Mindset. Das ist nämlich ein Mindset, das ist von gestern, da konnten wir bestimmte zukünftige Ereignisse berechnen und wir konnten daraus ein Risiko ermitteln und dieses Risiko mit einpreisen in sehr fixe Stellenbeschreibungen mit klar definierten Zielen, mit konkreten Meilensteinen, die sich auch über die Zeit nicht geändert haben. Und diese Zeiten sind vorbei. Stellen wir uns nur eine Situation vor, Donald Trump wird wieder Präsident, der Thwartz-Gletscher in der Antarktis schmilzt ab, der Meeresspiegel steigt um 3 Meter und das innerhalb von vielleicht 18 Monaten. Eine Coronavirus-Variante, die wirklich wieder gefährlich ist, kommt zurück. Und Herr Putin lässt sich noch was Neues einfallen, China überfällt vielleicht Taiwan. Dann entsteht eine Situation der Ungewissheit, die ist ungekannt in der Geschichte der Menschen. Niemand kann sich darauf vorbereiten. Und was wir dafür brauchen, sind in unserer Welt, die ja irgendwie weitergeht, zum Beispiel offene Stellenbeschreibungen, wo ich vielleicht 80% der Aufgaben tatsächlich vorab auch definiere, 20% aber nicht. Und genauso natürlich auch die Erfolgskomponente offen definieren muss, nämlich an dem, was diese Mitwirkenden, die ein solches Mindset gepaart mit entsprechenden Stellenbeschreibungen, Briefings, Prozessen dann bewältigen, eben auch als Erfolg dann für sich verbuchen können und sollten. Das ist eine Aufgabe, die können wir von der Führungsseite her sofort anpacken. Da müssen wir nicht auf diesen Fall warten, den ich gerade skizziert habe, der, was mich selbst erschreckt, gar nicht so unfassbar unwahrscheinlich wirkt, wie er es eigentlich sein sollte. Und das kennzeichnet eben diese VUCA-Welt, in der wir leben. Also, Uncertainty Mindset, begreifen, übersetzen, ja, für den eigenen Laden und falls erforderlich gerne unsere Unterstützung dabei in Anspruch nehmen.